Ende der 70er Jahre gab es in der DDR 28 Straßenbahnbetriebe. Sie wurden weitestgehend von den nach dem Krieg gebauten Zweiachsern der Typen Lowa und Gotha und von Rekowagen dominiert. Neben älteren Fahrzeugen kamen auch zunehmend Tatrawagen zum Einsatz. Henk Ontrop aus Holland war ja oft mit seiner Kamera unterwegs und so verdanken wir ihm diese stimmungsvollen Aufnahmen aus dem vorigen Jahrhundert. Seit 1976 war der Ringverkehr in Naumburg zwischen Lindenring und Platz der Einheit unterbrochen. Vom Hauptbahnhof aus fuhr man zu diesen beiden Endstellen. Zunächst kamen hauptsächlich 8 aus Leipzig stammende, 1956 und 1957 in Gotha umgebaute Triebwagen zum Einsatz. Als diese nach und nach ausgemustert werden mussten, kamen ab 1972 insgesamt 9 Lindner Triebwagen aus Halle dazu. Aufgrund ihres Alters waren sie immer nur kurze Zeit im Einsatz und wurden bald von Lowa und Gotha-Wagen abgelöst. Am Moritzplatz begegnen sich ein Aufbauwagen und ein Lindner Triebwagen. Vom Moritzberg blicken wir auf den Dom, das Wahrzeichen der Stadt Naumburg. Eine weitere Ausweiche befand sich am Salztor. Musik
Am Platz der Einheit war nun die Strecke zu Ende. Eine enge Kurve führte vom Postring in die Poststraße. Unweit davon befand sich die andere Endstelle Lindenring. Auf dem Marktplatz und den angrenzenden Straßen liegen noch die Gleise. Hier hatte Henk Ontrop im Mai 1968 die Straßenbahn fotografiert. Den Besuch in Gera beginnen wir mit Fotos der 1968 stillgelegten Strecke nach Untermhaus. Sie wurden im September 1963 aufgenommen. Gäste aus dem Ausland wurden damals bevorzugt im Interhotel untergebracht. Von dort hatte man einen guten Ausblick auf die zentrale Haltestelle. Bis 1977 fuhr ja auch der Obus. Eingesetzt waren Skoda 9TR. Musik
An der Endschleife Tins herrscht Hochbetrieb. Bis Oktober 1977 fuhr man ohne Liniennummer. Dann gab es wieder zwei Linien, die von Tins durch die Wilhelm-Pieck-Straße fuhren. Linie 1 nach Lausanne und Linie 2 nach Zwötzen. Auf der Sorge waren immer viele Fußgänger unterwegs. Das Haus des Herrn war natürlich keine Kirche und wurde bald nach der Aufnahme umbenannt. Hinter dem Loverzug lief ein Werdauer Beiwagen mit. Thank you.
1975 begann man mit dem Bau einer Strecke zum Neubaugebiet Lausanne. Bis zur Fertigstellung der Strecke nutzte man zunächst ein Wendedreieck. Im gleichen Jahr wurden 20 Millionen Fahrgäste befördert. Der Wagenpark bestand aus 27 Trieb- und 43 Beiwagen. Neubauten in wüster Umgebung und mittendrin die Straßenbahn. Es war noch viel zu tun.1976 fuhr man zunächst bis Zeulenroder Straße, 1979 bis Zeulsdorf. Um schon früh das Interesse an Berufen bei der großen Eisenbahn zu wecken, gab es auch in Gera eine Pioniereisenbahn.
1975 endete in Plauen der Einsatz von Vorkriegswagen. Von den vier Linien war die Linie 2 vom oberen zum unteren Bahnhof durch den Einsatz von Solotriebwagen besonders interessant. Die neue Strecke zum oberen Bahnhof war 1973 gebaut worden. Am Tunnel war ein zentraler Umsteigepunkt. Mit etwas Einsatz erreichte man seine Anschlussbahn. Die ersten Bilder vor dem Hauptbahnhof in Gotha entstanden im September 1963. Musik
1974 war noch dieser Waldbahnzug von 1928 und 1929 im Einsatz. Am Hauptmarkt mit dem Rathaus fuhr einst die Straßenbahn vorbei. Bis 1966 gab es einen Einrichtungsverkehr über den Neumarkt. Triebwagen 40 gehört zu den Vorläufern des Typs Gotha T57, von denen 1955 fünf Exemplare gebaut wurden. Von der Bahnhofstraße fuhren die Linien 1, 2 und 4 zur Huttenstraße. An der Kreuzung Huttenstraße-Gartenstraße verzweigen sich die vom Bahnhof kommenden Linien. Hier begann auch die Linie 3 zum Hauptfriedhof, nachdem man sie aus dem Altstadtzentrum herausgenommen hatte. Am Hersdorfplatz trennen sich die Linien 2 und 3. Linie 2 führt zum Bahnhof Gotha Ost. Auf der eingleisigen Linie 3 fuhren bis 1985 Solotriebwagen. Dann wurde sie von der Bahnaufsicht gesperrt und ging nie wieder in Betrieb.
Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts gab es die Idee zum Bau einer elektrischen Kleinbahn im Herzogtum Gotha. Der Bau wurde noch vor dem Ersten Weltkrieg begonnen. Durch einen juristischen Streit verzögert, wurde die Thüringer Waldbahn 1929 endlich in Betrieb genommen. Am Gleisdreieck verzweigt sich die von Gotha kommende Strecke in Richtung Friedrichroda-Tabarz und in Richtung Waltershausen. Busse der Typen Skoda 706 RTO und Icarus 66 wurden auf Überlandlinien eingesetzt. Auch zweiachsige Leichttriebwagen der Reichsbahn fuhren am Gleisdreieck vorbei. Für die Waldbahn wurden 7 Gotha-Gelenktriebwagen gebaut, die als Besonderheit Doppelsitze in der Anordnung 2+1 hatten. Die ersten Aufnahmen von Erfurt stammen aus dem Jahre 1963. Jahre später, 1973, wurde die Strecke vor dem Hauptbahnhof stillgelegt. Die Filmaufnahmen stammen aus dem Jahre 1979 und beginnen an der Bahnunterführung am Hauptbahnhof. Die 44 KT4D haben die Vorkriegsfahrzeuge bis auf einige Beiwagen verdrängt.
Star Henk Ontrop oft den arbeitsfreien 1. Mai für seine Reisen nutzte, bekamen die Aufnahmen zusätzliche Farbe. Wo die Bahnhofstraße auf den Anger trifft, herrscht Hochbetrieb. Bis 1975 fuhr ja auch der O-Bus. Ab 1936 erhielt Erfurt mehrere Serien von Zweiachsern, die in Gotha gebaut worden waren. Daher stammt auch dieser Arbeitswagen. Das Haus zum breiten Herd am Fischmarkt mit reich verzierter Fassade aus der Zeit der Renaissance. Aus der Marktstraße biegt dieser Gotha-Zug mit einem Rekobeiwagen auf den Domplatz ein.
Beiwagen 260 und 261 trugen zuvor die Nummern 246 und 245. In Gotha, 1942 gebaut, wurden sie kurz nach diesen Aufnahmen ausgemustert. Diese Gleise über den Domplatz in Richtung Philipp-Müller-Platz wurden seit 1978 nicht mehr benutzt. Der Dom und die Severikirche sind die bekanntesten Wahrzeichen von Erfurt. Etwas profaner, aber auch gut bekannt, ist die Thüringer Bratwurst, die es auf dem Domplatz gab. ...1974 entstand die Endschleife der Linie 4. Sie umschließt das Wohngebietszentrum von Ried. Ein Blickfang ist der vom Bildhauer Heiland gestaltete Brunnen. Mit einem der letzten alten Beiwagen gelangen wir zur Endhaltestelle Bukarester, später Ulan-Bator-Straße. Hier wird noch vieles gebaut.
In Halberstadt gab es Mitte der 70er Jahre im Linienverkehr keine Altbaufahrzeuge mehr. Als die Verbindung zum Bahnhof wegen Bauarbeiten in der Richard-Wagner-Straße unterbrochen war, kamen der Linder-Triebwagen 30 und der Lowa-Triebwagen 35 im Pendelverkehr noch einmal zum Einsatz. Auch in Halberstadt beginnen wir an der Haltestelle vor dem Hauptbahnhof. Bis 1980 fuhr die Straßenbahn vom Bahnhof durch die Magdeburger Straße und den breiten Weg zum Fischmarkt. Mitte der 70er Jahre entstand am Holzmarkt vor dem Dom die neue zentrale Haltestelle. Zwischen Hoher Weg und Spiegelstraße wurde die Strecke dafür neu trassiert. In der Dominikanerstraße wird die Weiche per Hand umgelegt. Der erste Zug biegt in Richtung Friedhof ab. Wir bleiben zunächst auf der Strecke zur Vogtei. Musik
Halberstadt gab es nur zwei Lowa-Beiwagen, die selten zum Einsatz kamen. An der Vogtei wurde über ein Gleisdreieck gewendet. Die mittelalterlichen Gassen ließen oft gerade genug Platz für die Bahn. In den 80er Jahren wurde die Gröperstraße begradigt und abschnittsweise neu bebaut. Leider ging dabei auch viel von der mittelalterlichen Bausubstanz verloren. Diese Aufnahmen sind also auch ein echtes historisches Dokument der Stadtgeschichte.